Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind zurück hier in unserer Base bei unseren Transformers und legen natürlich erstmal los, machen hier ein bisschen Bambule, werden natürlich erstmal unsere Gebäude hier upgraden und gucken natürlich anschließend, ob wir eventuell im Kampf hier irgendwie was reißen können. So, dann haben wir das natürlich erstmal erledigt. Das Leichtmetallgerät bzw. der Leichtmetallsammler ist natürlich hier upgraded. So muss es sein. So muss es laufen. Dann machen wir hier natürlich gleich weiter bei unserem Energon-Sammler. Sammeln hier natürlich auch erstmal das ein, gehen hier auf weiter, verbessern den natürlich auch erstmal und haben gleich mal unseren Rang erhöht. Wir sind jetzt hier auf Rang Nummer 24, werden unsere Belohnung erstmal akzeptieren und gucken jetzt natürlich, ob wir eventuell, wir können noch was upgraden. Und zwar haben wir hier einen Transformer am Start und zwar Optimus Prime. Den habe ich natürlich weiter. Hier Pim kann ihn jetzt bis auf Level Nummer 30 erhöhen. Das ist natürlich geil. Da würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in eine Forschung. Klatschen hier auf jeden Fall noch einen Rin, der sich auf jeden Fall lohnt. Da würde ich fast sagen, nehmen wir auf alle Fälle. Wen nehmen wir? Pyro-Forschung benötigt. Hier so eine Forschung benötigt. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal Pyro-Magna und gucken einfach mal, was da so geht. 85 Energon muss ich erstmal in der investieren. Jetzt bin ich gerade nicht drauf gekommen, habe hier auf den Schlauch gestanden. Aber wie gesagt, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Kampf, erhalten erstmal nochmal den Kristall und gucken natürlich, was da so gibt, was wir da bekommen. Da bin ich natürlich auch gespannt. Na, wieder mal ein Duplikat. Ey, das gibt's ja nicht. Aber ist ja, so ist es eben. So, dann gehen wir auf weiter, schließen hier erstmal die ganze Angelegenheit in der Raumbrücke und gehen dann auch erstmal in den Kampf, gucken natürlich, ob wir hier eventuell was reißen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Die Kampagne habe ich natürlich schon abgeschlossen. Das finde ich natürlich jetzt nicht so nice, dass man hier nicht mehr wirklich was machen muss oder kann. Ich würde sagen, wir probieren es hier erstmal aus, checken hier auf jeden Fall die Lage und werden unsere Transformers natürlich erstmal noch ein bisschen pimpen. Da würde ich sagen, nehmen wir hier natürlich erstmal nochmal einen anderen mit, gucken hier unten. Haben wir hier noch irgendeinen, den wir pimpen können? Bumblebee wäre auf jeden Fall eine Option. Aber sind wir jetzt gerade mal bei 481. Empfohlen sind 500. Aber ich denke, wir probieren es trotzdem so einfach mal aus. Gucken einfach mal, was wir hier mit den vier Transformers so reißen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ressourcentechnisch ist hier auf jeden Fall ein bisschen was zu holen. Von daher würde ich sagen, werden wir hier auf jeden Fall wie immer unser Bestes geben. Und gucken natürlich, von wo greifen wir an. Der Mörser steht da hinten. Würde ich fast sagen, greifen wir von hier an. Werden wir die EMP-Raketen erstmal auf den Mörser feuern. So, und dann können wir uns natürlich erstmal darauf konzentrieren, hier weiterzumachen. Wir hauen gleich nochmal einen Ruf. So, und können gleich neu einen Ruf hauen. Dann ist der nämlich erstmal im Arsch. Dann haben wir da erstmal gute Karten. Können dann hier natürlich gucken, eine EMP-Bombe könnten wir hier aufhauen. Na, brauchen wir erstmal nicht. Von daher sollen sie da erstmal auf jeden Detail erstmal zerstören. So, und dann würde ich sagen, kommt hier erstmal eine EMP-Bombe rauf. Dann kann auch erstmal. Nö, wir lassen das erstmal so. So sollen sie erstmal beim Bude machen. Aber ich denke, so sieht es erstmal relativ gut aus. Also den Sieg werden wir auf jeden Fall nach Hause holen. Da bin ich mir so gut wie sicher. Ich hoffe natürlich, dass alle unsere Transformers irgendwie überleben. Aber ich denke schon, dass hier am Ende alles glatt läuft. Dass wir hier am Ende den Sieg holen, weil die Walwatt soll jetzt noch anbrennen. Die ganzen Geschütze, die der Gegner hier hat, die erfassen uns nicht mal. Von daher haben wir hier mega gute Karten. Haben den Sieg auf alle Fälle in der Tasche. Und müssen jetzt natürlich erstmal abchecken, was wir hier für eine Belohnung bekommen. Und okay, Leichtmetall Energon nehmen wir natürlich mit. Werden dann erstmal hier unsere Transformers weiter pimpen und gehen dann auf alle Fälle gleich nochmal in den Kampf. Suchen uns hier natürlich den nächsten Gegner, den wir eventuell ein paar Ressourcen klauen können. Cool wäre natürlich, wenn da was geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was wir da so finden. Gehen wir gleich nochmal in den Kampf. Ich würde sagen, jo, das machen wir. Und dann würde ich sagen, checken wir hier auf jeden Fall gleich nochmal den nächsten Kampf ab und gucken natürlich, was so geht, welche Transformers nehmen wir mit ins Boot. Ich suche mir dann natürlich wieder mal welche, die ich hier irgendwie noch pimpen muss. Also ich denke, das ist immer relativ wichtig, darauf zu achten.
Alter, so machen wir das. Probiert mal mit den Vieren aus. Oha, das wird naja schön hart für uns. Ich glaube, da brauchen wir noch einen anderen. Jumpstream könnten wir noch mitnehmen. Hier oben haben wir natürlich auch welche. Aber ich würde sagen, wollen wir so ausprobieren? Wir gucken mal, haben wir hier vielleicht. Nehmen wir das da noch mit. Probieren wir mit denen aus. 499 zu 500. Ich glaube, das ist relativ nice. Da haben wir auf jeden Fall gute Chancen, hier einen Sieg nach Hause zu holen. Ressourcentechnisch, naja, ist so ein bisschen was zu holen. Da würde ich sagen, schlagen wir zu und hoffen, dass wir hier am Ende hoffentlich den Gegner irgendwie auseinanderruppen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was hier am Ende bei rauskommt. Von wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen von hier an. Flattern dann erstmal da hinten rauf. So, sehr schön, dann können wir gleich nochmal rufen und ruppen das Teil erstmal weg. Haben den Mörser natürlich erstmal zerstört. Das ist immer sehr, sehr wichtig, um die Transformers natürlich selbst irgendwie zu schützen. Also, ich finde, das finde ich, naja, sehr wichtig, meiner Ansicht nach. So, dann machen wir da ein defensives Sturm. Das ist auch immer wichtig, aber ich glaube, das hätten wir uns klemmen können, weil die gegnerischen Verteidigungsgebäude natürlich viel zu weit weg sind. Aber gut, okay, wissen wir Bescheid. Haben wir hier auf jeden Fall gute Karten, den Sieg nach Hause zu holen. Also ich glaube, hier brennt nichts mehr an. Was soll hier noch passieren? Ich meine, die erfassen uns ja nicht mehr. Doch, der erfasst uns jetzt. Könnten wir hier einen EMP raufklatschen. So, und dann sollen sie sich da auf jeden Fall auf das Teil erstmal konzentrieren. So sieht es auf jeden Fall gut aus. Also ich glaube, den Sieg haben wir hier so gut wie sicher. Hier kann nichts mehr passieren. Hier haben wir den Sieg auf jeden Fall am Start. Gehen jetzt hier natürlich nochmal mit alle drauf, was wir haben. Und holen uns dann am Ende auf jeden Fall den klaren Sieg. So muss es sein. So muss es laufen. Eine Minute 52 haben wir noch Zeit. Von daher denke ich, haben wir hier verdient gewonnen. Nehmen natürlich erstmal alles mit, was wir mitnehmen können. Und gucken natürlich, ob wir eventuell gleich nochmal in den Kampf gehen können. Das wäre natürlich nice. Ich will natürlich noch ein paar Ressourcen hier irgendwie generieren, von daher muss ich da auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal in den Kampf, was sagt ihr? Und dann checken wir natürlich auch mal ab, was wir hier eventuell ausbauen können. Ich weiß nicht, habt ihr eventuell irgendwelche Tipps, wie ich hier was irgendwie verändern soll, dass ich hier irgendwie noch besser in der Verteidigung bin? Also ich weiß es nicht, soll ich die Mörser vielleicht noch ein bisschen runterrücken, dass die hier vor der Mauer sitzen? Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, wenn ihr da eine Peilung habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wären richtig cool. Cooles Ding von euch, also ich will natürlich meine Base hier weiter verbessern, von daher wäre es natürlich mega nice von euch, wenn euch was einfällt, also wie ihr sagt, hier seht ihr meine ganzen Gebäude, kann sie jetzt einfach mal durchgehen, aber ich glaube, das nervt euch dann auch ein bisschen, wenn ich hier alle durchgehe, so dass ihr mal den Radius seht, aber ich meine, ihr kennt ja die Radien, von daher brauche ich euch da nichts so wirklich erzählen, also wie ihr sagt, würde mich mal interessieren, wenn ihr sagt, baut das irgendwie so, so oder so um, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare, wie ihr sagt, wir gehen nochmal in den Kampf, suchen uns hier den nächsten Gegner und gucken natürlich und checken ab, welche Transformers wir überhaupt auswählen. Das ist natürlich die nächste Frage. Wollen wir unseren Optimus mitnehmen? Ich würde sagen, das machen wir. Der ist nämlich mega geil. Ist jetzt natürlich erstmal wieder upgradefähig. Das ist natürlich auch nice. Dann würde ich sagen, nehmen wir unseren Slug mit. Und dann nehmen wir auf alle Fälle, wen nehmen wir noch mit? Ironhide, Mirage, aber ich glaube, wir nehmen nur einen relativ schwachen mit. Firefly, der braucht erstmal eine Forschung. Von daher können wir den nochmal austauschen. Würde ich sagen, nehmen wir Ratchet einfach mal mit. Was haben wir dann? Ich würde sagen, so probieren wir es aus. Checken das so einfach mal ab. Ich denke, so haben wir auf jeden Fall gute Karten, hier den Sieg nach Hause zu holen. Also ich glaube nicht, dass hier was anbrennt, dass wir uns hier irgendwie eine Platte machen müssen. Ich glaube, mit Optimus Prime hier in der Hand haben wir hier schon ganz gute Karten. Das Doofe ist natürlich, wir haben keinen dabei, der natürlich den Mörser irgendwie ausschalten kann. Das ist natürlich bitter. Naja, gut, okay, müssen wir durch. Ja, auf jeden Fall werden wir hierhin verlieren, das ist mir klar. Ich könnte auch alle einfach darauf schicken, das mache ich jetzt so.
So, ich hoffe, es reicht am Ende. Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nichts versprechen. Das war vielleicht ein bisschen bitter. Wir hätten vielleicht hier noch ein bisschen was zerstören sollen im Vorfeld. Aber gut, okay, jetzt müssen wir gucken, was hier am Ende so geht. Ich spüre mal ein bisschen vor. Ich glaube, wir verkacken. Oh, wir verkacken wirklich. Holen uns hier die Niederlage. Ist natürlich mega mies gelaufen. Ich habe mich natürlich auch mega stumpf angestellt. Ich hätte natürlich nicht gleich rinrennen sollen. Ich hätte warten sollen, bis ich die Verteidigungsgebäude natürlich erstmal da unten zerstöre. Aber gut, okay. Ich wollte einfach mal abchecken. Bin mir jetzt natürlich sicher, dass ich es in Zukunft nicht mehr so machen werde. Aber wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall nochmal in den Kampf. Suchen uns hier auf jeden Fall nochmal den nächsten Gegner und gucken natürlich, wie wir hier am besten agieren. Also wie gesagt, das war ein Schuss im Ofen gerade, aber ist egal. So ist es eben. Ich wollte einfach mal was abchecken, aber gut, okay. Aus Fehlern lernt man, denke ich. Das ist natürlich das Wichtigste. Wie nehmen wir da noch mit? Ich würde sagen, wir nehmen Firefly noch mit ins Boot. Probieren mit denen erstmal aus, mit den Vieren und gucken, ob wir hier jetzt eventuell wieder mal ein bisschen bessere Karten haben. Also ich hoffe natürlich, ressourcentechnisch ist hier natürlich absolut ja nicht zu holen. Ist natürlich auch mies. So, dann greifen wir gleich mal von hier an. Und schicken den natürlich erstmal darauf. So, der war erstmal wichtig. Dann können wir nämlich gleich nochmal rufgehen. Schalten den Mörser erstmal wieder aus. Das ist eigentlich mal mein erster Akt. Deshalb habe ich im Vorfeld bzw. im letzten Kampf natürlich auch so ein bisschen bescheiden reagiert bzw. agiert. Also wie ihr sagt, da muss ich natürlich ein bisschen was ändern. Werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch tun. Aber wie ihr sagt, so ist es eben. Jetzt müssen wir da durch, müssen jetzt das Beste draus machen. Können ihn zwar noch was zerstören, aber wieso? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit Alt darauf. Und gucken einfach mal, was am Ende so geht. Also den Sieg haben wir auf jeden Fall in der Tasche. Das war auf jeden Fall ein relativ simpler Sieg. Also auf jeden Fall, Orazi, Fazi, den Sieg haben wir in der Tasche. Klar, ressourcentechnisch war hier nicht viel zu holen. Aber ich muss sagen, besser als nichts. Wir sind für heute auch erstmal wieder durch, würde ich einfach mal vorschlagen. Und hoffe natürlich, dass ihr im nächsten Let's Play wieder mal mit am Start seid. Also ich würde mich freuen. Wäre auf jeden Fall richtig cool von euch, wenn ihr einfach wieder einschaltet, einen Kommentar da lasst. Ein Like und eventuell, wenn ihr so ja Bock drauf habt, ein bisschen was von mir zu sehen, einfach mal mich abonnieren würdet. Also wie gesagt, ich würde mich freuen wie die Sau. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.